Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge, zu einer neuen Reihe, um genau zu sein. Ich bin Daniel von SimFancy und das Ganze nenne ich Pirate Pool. Ja, es wird ein Piraten-Indoor-Pool und ja, ein bisschen Spa vielleicht auch noch, ein bisschen Fitness. Mal gucken, was das wird. Auf jeden Fall habe ich vor, und zwar mit den Greenscreens aus Werde berühmt, was Tolles zu zaubern. Auch ein herzliches Willkommen an alle Kanalmitglieder, die erste Folge jeder neuen Let's Build-Reihe, ja, wie immer 24 Stunden vor allen anderen angucken können. Ja, ah, da ist es schon, das Richtige hier. Da gibt es nämlich verschiedene Greenscreens, die man einstellen kann. Und wir nehmen den Piraten, das Piraten-Setting und bauen da drum so ein Indoor-Pool. Ja, und da gucken wir jetzt rein. Auch nochmal, muss ich nochmal darauf hinweisen, das ist eine sehr, sehr coole Sache, finde ich zumindest. Und zwar haben wir momentan ein Kaugummitier-Kuscheltier-Kickstarter-Projekt, bei dem ich noch Unterstützung suche. Und wenn wir genügend Leute sind, dann klappt es. Wenn nicht, dann leider nicht, aber dann ist es so. Guckt mal rein in das Video. Es wäre sehr, sehr cool, wenn ihr das machen könntet. Ein paar Minuten eurer Zeit. Vielleicht interessiert ihr euch dafür. Und ja, Dankeschön. Rechts oben, Infocard. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier erstmal ein zweites Stockwerk. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier aufteilen am besten. Also, wir machen das mal so. Dann stand sich hier das hier aus. Und dann machen wir oben drauf. Mal gucken, ob das klappt. Auch wir müssen ein bisschen höher werden hier noch. Ne? Machen wir ein... Jetzt haben wir da mittlere, dann machen wir hier, okay, wenn wir, eigentlich wenn wir das Dach drauf machen, dann müsste es eigentlich ein bisschen Luft noch geben. So, wir machen ein Glasdach oben drauf, damit das hier schön indoor ist, dass man da auch im Winter und zu jeder Jahreszeit reingehen kann. Und dass wir da natürlich auch ein schönes Licht haben. So, und jetzt mache ich mal Shift und C, jetzt seht ihr gleich bei den Punkten hier. Na, das wären dann mehr und dann kann man das hier noch detaillierter formen. So ist das wohl. Ja, und dann nehmen wir das großflächige Glasdach. Ich glaube, da gibt es auch nochmal, ne? Das ist, glaube ich, das noch mehr Streben. Dann haben wir da, erinnert ein bisschen an die Eishalle, habe ich auch auf diesem Grundstück gebaut. 50x50 hier in Willow Creek. Und dann holen wir uns erstmal einen Sandboden. Und ich glaube, da gab es mal einen mit so einem Update. Ansonsten nehmen wir einen Teppichboden. Einen gelben Teppich. Aber da gab es doch, glaube ich, echt mal einen irgendwo. Ich weiß auch nicht genau. War da mal irgendwas hier? Wo hier? Wo ist der Sand? Das ist auf jeden Fall mal ein Sand oder sowas. Wo war das denn drin? Da gibt es einen Sandstrand. Oh, das ist ein bisschen gelblich. Sollen wir das so lassen oder nehmen wir lieber einen? Ich würde lieber, oder? Ja gut, so ein gelber Sand hat auch was. Wir probieren es mal aus einfach. Und wir machen jetzt mal so ein Pool da drum. Wo packen wir das Ding denn hin? Also wäre ein bisschen blöd, wenn wir das so ums Eck rum machen. Dann verlieren wir eine Menge Platz. Wir haben jetzt da auch noch ein bisschen Luft. Vielleicht können wir dann da irgendwie auch noch die Umkleiden oder sowas hinmachen. Ich würde es jetzt mal so in eine Ecke irgendwie reinpacken. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wenn wir das so machen, dann haben wir da am Rand noch ein bisschen Luft auch. Lassen wir da noch ein bisschen Luft. Gucken wir mal, wie das ist mit dem Pool. Weil da möchte ich jetzt so einen Pool reinziehen. Ja, dann ziehen wir uns rein hier und dann machen wir das so. Und dann können die Sims da nämlich schwimmen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein Piratenschiff. Das gucken wir uns auch nochmal an. Natürlich jetzt hier die Frage, wenn man das hier so macht, dann müsste man hier eigentlich gucken, dass man da irgendwie noch zumacht. Dass man da vielleicht sogar verschiedene Bereiche hat oder so. Das wäre doch geil. Machen wir das so. Machen wir das hier so. Und dann haben wir da unsere Piratenbucht. Was haben wir denn noch für Greenscreens? Ich muss mal gucken, was haben wir denn noch. Dann noch die einzelnen. Da gibt es dann auch nochmal so eine Art... da gibt es noch sowas. Ja, dann platziert er das da oben. Da will ich aber nicht. Da gibt es doch, glaube ich, noch so ein normaler Himmel mit Wolken oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich pack's mal hier irgendwo hin, dann haben wir da ein bisschen besseres Licht oder auch nicht. So, da gucken wir mal. Aber ich weiß noch nicht genau, ich glaube, ich würde vielleicht doch lieber den Teppichboden nehmen. Das sieht mir so ein bisschen, ja, ist auch noch nicht ganz, vielleicht den gelben, da ist das so ein bisschen mehr... Das ist ein bisschen zu hell wieder, ne? Ja, also ausstanzen kann man es nicht, weil das Problem ist dann... Dass man dann die Schatten da nicht mehr sieht auf dem Boden, wenn man da sprüht, ja. Das ist leider so. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was wird hier. Wer wird es auch ein Fail? Ja, da haben wir schon mal was. Wir können da auch mal einstellen. Hier machen wir mal Pause. Dieses, genau. Was gibt es dann noch? Oh, so Nacht ist auch toll. Ja, machen wir das mal so. Dann kopiere ich mir die noch mal ein paar Mal, weil dann können wir die nämlich schön drumrum machen. Wie machen wir hier dann so Nacht?
Nacht-Special oder was, so ein Ruheraum. Oh, das ist eine tolle Idee, so ein Ruheraum bei Nacht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, dann machen wir das doch so, Ich glaube, so groß brauchen wir das gar nicht mal. Machen wir den da hinten hin, weil so Ruheräume hat man ja auch ganz oft in diesen Erlebnisbädern oder in diesen, wie auch immer. Machen wir das mal so. Ja, let's play. Dann machen wir hier mal ein, das hier war's, ne? Ja. Wenn man da schön Deko reinstellt und alles, dann passt das doch. Nur mal der Hintergrund, um das überhaupt mal so anzugucken, ob das klappt. Ist der eigentlich gleich hoch? Da muss ich gleich nochmal gucken, aber ich glaube schon, ja. Greenscreen. Machen wir hier so eine Nachtgrotte oder irgendwie sowas. Soll ein Erlebnisbad werden. So ein bisschen in die Richtung zumindest gehen. Und wir haben das Piratenschiff für die Kinder. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben so viele Objekte, was zu Piraten passt. Aus Hunden und Katzen haben wir so auch sowas. Hier nochmal so eine Wand rein, dass wir die auch nochmal haben. Das darf ja von oben dann gern beleuchtet sein. Hier können wir es eventuell sogar dann auch zumachen. Komm, lass mir mal das Gitter hier zeigen, ganz sicher, sonst sehe ich das nicht. Ich nehme es eins hoch, ne? So. Jetzt wird's ja Tag. Guten Morgen. Dann packen wir da nämlich vielleicht sogar echt ein Dach drauf. Das wäre ganz cool. Dann können wir da so eine, Art Dunkelraum, Grotte machen, wie auch immer. So, wo müssen wir jetzt da ansetzen? Ich glaube hier, ne? Ah, das macht er wieder nicht, ne? Weil er mich da hier noch da verschiebt er auch wieder alles hier, Mann. Das geht eh nicht, weil wir da ein Dach haben. Eieiei, was machen wir denn jetzt? Dann machen wir das anders. Dann machen wir das so, dass wir vielleicht hier das so zumachen. Ja. Und dann packen wir, dann können wir das, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher auch machen. Können wir schön Palmen reinstellen und so. Und dann machen wir, wie machen wir das von der Aufteilung? Ist schwierig, ne? It's not that easy. Wir machen hier dann vielleicht, wenn wir das so machen, dann könnte man das hier, da brauchen wir schon Licht. Oder wir machen den Ruheraum woanders, weil so kannst du es auch nicht machen, weil dann hast du die Dächer ineinander, das ist nicht so schön. Da könnte man so zwei Kuppeln machen, das ist vielleicht auch nicht so schön. Sollen wir mal ausprobieren, wie wir das machen am besten. Eieiei. Wisst ihr, wie ich meine? Ist nicht so einfach hier. Ich brauche mal ein paar Palmen, da kann man sich das gleich besser vorstellen. Sind das schon die kleinen? Ich glaube, da gibt es noch kleinere, oder? Ja, also machen wir mal so ein paar Palmen rein. Das hat auch schon so einen knackigen Touch jetzt hier, ne? Ein bisschen düster, ein bisschen gruselig. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier das Piratenschiff hier finden. Pirat. Da gibt es einmal das hier, das ist sehr, sehr toll für die Kinder. Aber wir haben jetzt auch ein ganz neues bekommen, und zwar so ein großes. So ein richtig schönes, großes Piratenschiff. In Werde berühmt. Mhm. So, dann gibt es das schon wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Was soll das? So. Oh, da gibt es auch so Fässer und so. Da kann man richtig schön was machen, glaube ich, damit. Da kann man, glaube ich, schon was hier. Ja, da gibt es schon was Tolles. Da, die Segel sogar gibt es auch noch. Und was weiß ich alles. Brunnen, gut, ist eher Western. Da, die Kanonen und so weiter. Das ist doch toll. Haben wir da auch noch irgendwie so einen Piraten-Hintergrund? Das ist alles auch Western, ne? Das ist alles Western hier. Western, Pirat. Ja, das könnte auch noch passen. Aber brauchen wir jetzt eher nicht. So Set-Teile schlucken eh viel zu viel Platz. Da ist es doch. Guck mal einer an hier. Das können wir noch mit reinpacken. Und dann gibt es hier noch die Rückseite davon. Vielleicht machen wir das auch einfach ein bisschen kleiner. So, dann packen wir das hier da an die Wand hin. Nehmen wir uns die mal hier so zu Herzen hier. Zu Gemüte. Machen wir das mal so. Gut, den Rand da kann man da irgendwie mal vielleicht mal was drüber machen oder so. Ich weiß noch nicht genau, ob wir da noch irgendwie was anders machen oder so. Hier machen wir da auch eine Wand hin oder irgendwie so eine Abtrennung, dass das irgendwie halt ein bisschen, ne? Irgendwie halt so ein bisschen freier ist. Oder wir machen da keine Ahnung, irgendwie so ein Piratenturm oder keine Ahnung, wir müssen eigentlich ganz nach oben gehen, ne? Also da irgendwie noch was Besonderes reinmachen. Ich weiß noch nicht was. Irgendwie so eine Befestigungsanlage oder irgendwie sowas. Dass das so ein bisschen abgetrennt ist davon. Ja, und dann können wir nämlich das Piratenschiff hier schön fett reinstellen. Das ist so unsere Hauptattraktion. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier irgendwie nehmen. Das geht so nach unten auch. Ein bisschen.
So, wenn man will, das auch eins kleiner, oder? Gut, das wäre besser, wenn das im Wasser drin wäre. Aber man soll es ja auch irgendwie so ein bisschen bespielen können. Ne? Dann machen wir das eher so als Deko und weniger als, ja, ne? So irgendwie sollen wir das so machen. Sieht schon ein bisschen komisch aus mit dem Licht. Muss man schon zugeben, ne? Mal überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen besser. Das sieht dann gleich so aus wie so ein Set-Teil. Jetzt bauen wir ein riesiges Studio. Wir nehmen quasi das Studio und machen da ein Ding draus hier. Ein Spaßbad oder sowas. Da können wir auch gerne nochmal zwei Kästchen rein. Hat man vorne im Eingang noch ein bisschen mehr Platz auch. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn man da ein bisschen sich bewegen kann, dann buggen die Sims nicht so rum. Hier haben wir jetzt unsere Grotte oder so. Da machen wir natürlich auch nochmal einen Pool rein. Können wir das hier so machen. Hälfte Pool, Hälfte, ja, das ist unser Nacht. Kann man da noch so ein paar Liegen oder so hinmachen? Massagestühle. Und ich habe eine gute Idee. Wir machen das mit den Felsen. Deko. Wir haben da diese Felsen aus. Oh, ich gehe mal auf alle Anzeigen. Outdoor-Leben. Das ist ganz cool. Da kann man damit auch kreativ werden mit sowas. Dass wir da solche Felsen da nehmen. Nehmen wir die grauen mal. Mal gucken. Wenn man die so ein bisschen größer macht, in Anführungszeichen ein bisschen. Dann sieht das nämlich gleich aus wie so eine. Eieiei, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir nämlich das da wieder weg. Braucht man nicht. Machen wir da nämlich an den Rand. Machen wir dann auch nur einfach. Und dann können wir doppelt. Ne. Dann zwei draus machen oder so. Mal so. Und noch eins größer vielleicht, ja. Darf nicht zu weit rausgehen, weil sonst wird es, wenn man das Grundstück platziert, nicht mitgenommen. Ja, und dann packen wir das und Felsen hin. Dann haben wir das schön hier kaschiert, den Rand. Der Rand ist da dann weg. Soll noch eins größer, wäre nicht schlecht, ne? Ja, so. Darf da ja gern rausgucken, das macht nichts. Das gehört zum Set dazu. Ja, wenn man auch noch eine schöne Verkleidung oder so da dazu, dann passt das noch besser. Das mal so. Ja, jetzt bin ich immer noch wegen dem Licht so ein bisschen, abends sieht's voll geil aus. So ein bisschen hin und her gerissen. Ist das so, weil wir wirklich dann Deckenlampen brauchen oder was? Ist das wegen der Beleuchtung oder an was liegt das? So, mal gucken, ob wir da nochmal irgendwie. Wenn wir da echt irgendwie, ja, ich glaube, das liegt wirklich da dran. Aber wir können ja da schlecht Deckenlampen machen, wenn das so ein Dings hier ist, ja. So ein Glasdach. Tschakalaka hier, was machen wir denn jetzt? Man bräuchte da einfach so ein paar Lampen drin, ne? Da könnte man in so einen Stein da verstecken oder so. Aber so ganz geht's auch nicht ohne, ne? Gucken wir nochmal tagsüber. Ja, sieht schon mal anders aus jetzt irgendwie, oder? Täuscht das. Ja, irgendwie ist es komisch. Irgendwie ist es noch komisch. Sieht, glaube ich, echt irgendwie am Licht oder so, ne? Das muss irgendwie mit dem Glasdach zu tun haben. Ja. Ah, da finden wir schon was noch. Wir könnten auch mal probieren, das Glasdach komplett durchgängig zu machen. Dann sieht man das fast gar nicht mehr. Ich würde es aber schon ganz gern geschlossen halten. Weil es eben dann doch, ja, mit dem Winter und so, also das soll nicht reinschneien und sowas. Man soll auch das gut bespielen können im Sommer, im Winter, wenn man da irgendwie in den Sommer dann will. Jetzt bin ich immer noch ganz unschlüssig, wie mache ich das mit dem Boot hier? Ich hab da irgendwie keinen Plan jetzt gerade so. Wir müssen gucken, vielleicht machen wir das auch so, dass wir das so ein bisschen. Der Pool muss ja nicht so gerade bleiben, wir können den auch so ein bisschen machen. Indoor kann man halt auch keine, kein Geländetool mehr verwenden, ne? Gut, das wäre eh immer im Weg. Das stört eh total. Das ist immer so eine Sache. Das stört irgendwie. Gut, bei dem würde ich jetzt auch mal sagen. Ja. Ja, wie machen wir das? Also das muss auf jeden Fall auch hier rein. Da muss man dann irgendwie auch noch ein bisschen Platz haben, um reinzugehen. Ich dachte halt, ne, wenn man das so sieht, dann ist hier so, dass, ja, so das Piratenschiff und im Hintergrund dann der, ne?
müssen wir auch nicht auf irgendwie höheres Ding da noch machen, oder? Das könnte ja auch so ein Frack sein oder so, dass hier angespült wurde. Es wurde verschossen. Da hinten ist ja eh, brennt ja alles auch und so. wie machen wir das denn jetzt? Come on, wir müssen uns was Cooles überlegen hier. Man, da kann man schön durchlaufen. Wir können auch mal den Pool so eine Umrandung geben. Das sieht das auch gleich viel besser aus. Können wir da noch eins heller reingehen? Nee, das passt schon, das Dunklere. Können wir das so machen? Das sieht man jetzt nämlich auch, diesen Sandstrand, wie ich da das Licht reingemacht habe. Das ist schon irgendwie anders. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht können wir auch die Lampen wirklich mal in den Palmen verstecken oder so. Weil ich meine, das geht ja. Dass man da dann die Dinge einfach verkleinert fünfmal. Und dann so ein bisschen immer in die Lampen reinhängt. Hier alles gefaked, hier alles Plastik. Dass man das so irgendwie reinmacht. Da sollte man sich halt schon im Klaren sein, dass es dann auch so bleibt. Das wäre nämlich nicht schlecht dann auch. Na, und dann sieht man auch jetzt richtig diesen Sand. Jetzt wird's hier Tag. Guckt euch mal das an, was das für einen Unterschied macht. Ja, jetzt wird's hier Tag. Sehr schön. Das sieht auch richtig so knallig jetzt aus. Das passt dann gut. Das sieht aus wie so Wärmelampen. Okay. Also das ist schon mal cool. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Jetzt bin ich immer noch am Überlegen. Vielleicht setzen wir das Piratenschiff einfach da unten rein, dass das so versenkt ist. Das wäre auch mal witzig. Es wäre auch cool, wenn man da drum rumlaufen könnte oder so. Wenn man da tauchen könnte oder so, danach wäre auch geil. Das wäre nie zugelassen, wenn man sich da einfach verfängt in den Seilen, dann kommt man nicht mehr hoch. Ja, oder? Sollen wir das so mal probieren? Dass man das so macht? Hat irgendwie was. Man könnte das sogar so ein bisschen nach oben noch packen, dass das so noch rausguckt. Mit dem Move Objects höhenverstellt G, dass es gerade erst so gesunken ist irgendwie. Das wäre auch toll. Hier, und schwimmen kann man da ja dann immer noch. Hier, jetzt packe ich mal die Lampen da wieder irgendwo anders hin. Wenn mal, dass wir die da reinsetzen. Ja, die lasse ich mal weg. Dass wir dann hier nochmal dann irgendwie dann gucken, dass wir das hier so hinmachen. Das sollte halt so ein bisschen Spiel-Area haben und dann so eine Entspannungs-Area. Und den kann man leider nicht bis ins Wasser reinmachen, weil sonst backen die Sims rum. Und kein Kuchen. Ich würde gerne die Piratenflagge da irgendwie sehen oder so. Ich würde die sehen wollen. Machen wir das so hin. Machen wir das so hin. Und hier packen wir dann so ein bisschen Deko hin. Und den Rest kann man sich dann denken. Da kann man so ein bisschen noch für die Kinder irgendwie so ein Spielding. So eine Umrandung vielleicht auch noch so ein bisschen, dass das so ein bisschen aussieht, wie wenn man hier jetzt irgendwie. Ja, machen wir das mal so. Und jetzt hier unsere Trennwand. Was machen wir damit wieder? Wir machen ja auch wieder das gleiche Spiel, glaube ich, oder? Das hat man da ganz gut gepackt. Machen wir das dahin. Das macht auch hier nichts aus, wenn man da so ein bisschen reingeht. So. Aber besser ist natürlich ohne. Und dann holen wir uns die. Oder machen wir das einfach so. So davor. Hier ist so ein bisschen die Deko. Ja, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird, Leute. Ich glaube, das wird geil. Ich glaube, das wird richtig gut. Man muss sich's nur vorstellen können. Das ist immer so die Schwierigkeit. Am Anfang sagen viele immer bei meinem Bau rein. Nein, am Anfang habe ich geguckt und dachte, nee, das wird nie was, Daniel. Cool, kann auch sein, aber ich habe es, glaube ich, bisher immer hinbekommen, ja? Um das mal hier zu sagen. Jetzt holen wir uns noch ein paar Screens. Das Coole ist, man könnte das Setting ja kurzerhand einfach mal auch ändern. Wenn einem das zu langweilig ist. Gut, man könnte es hier eigentlich auch lassen, dass man da, ne, dass man das hier einfach wegmacht und da dann noch den Rand hier hat, wobei das auch knapp wird hier. Wird hier auch ganz knappig. Vor allen Dingen oben. Ja, das ist nicht so ideal. Das sieht man ja auch in dem Rand da dann raus, ne? Ich glaube, man muss da schon diese Wände dann machen. Wir gucken uns mal an, wenn die Wände oben sind. Das ist immer besser.
so. Ja, ich denke, das geht noch. Das ist okay so. Da kann man auch immer noch Pflanzen oder irgendwas draufpapseln dann. So, okidoki. Wir machen jetzt erstmal hier das Ding hier weg. Und dann gucken wir. Da fehlt ja sogar ein Ding. Ist ja witzig. Achso. Haben wir da jetzt eigentlich einen Boden? Eigentlich müsste der das, dürfte der das Dach nicht machen, wenn ich hier eine Platte habe. Dann dürfte der das eigentlich nicht machen. Jetzt verschiebt er wieder meinen ganzen Greenscreen, der Honk. Ist ja nicht zu fassen hier, oder? Probier es mal so rum. Dann verschiebt er die innen. Ist doch. Is this then the possibility? Jetzt probieren wir das nochmal, dass wir das so drüber ziehen. Ja, perfekt. So wollte ich es doch haben. Also gut, dann können wir das eine Dach, was da drunter ist, nämlich wieder nach Timbuktu schicken. So. Ja, jetzt gucken wir nochmal nach unserem Ruheraum. Der Raum der Ruhe. Das gibt's ganz oft, ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Habt ihr das? Wisst ihr was? Dass man da so einen Ruheraum noch hat irgendwie. Oder so ein Nacht. Das ist toll. Mit Sternen. Glitzer. Man müsste da auch das Wasser, man müsste das nicht mal irgendwie so kerzengerade machen. Wir machen da auch, glaube ich, auch mal so ein bisschen noch paar, ne, Ecken und Kanten rein. Das ist immer ganz schön, so ein bisschen dann auch. So, machen wir das. Ja, viel besser. Dann hat man auch da noch ein bisschen Luft zum Schwimmen hier. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und da kommen dann auch. Haben die da jetzt genug Platz? Da kommen dann auch noch ein paar Palmen hin, ein paar Steinchen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dann hat man da so einen schönen Piratenstrand. Ja, das passt auch. Die Palme nehme ich hier drunter, die große ist ganz gut. Die sieht man dann gleich von Weitem. Das ist wie so eine Werbung. Kommt in unser Spaßbad hier rein. Oh, da guckt sie raus. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Am Rand kannst du die nicht mehr platzieren. Machen wir die hier zentral rein, hier, Dreier gespannt. Sehr gut. Ja, das ist doch schon mal was. Ist das schon mal ein Set hier oder ist es ein Set? Also ich will nichts hören. Doch, schreibt mir gerne, es war ein Spaß. Schreibt gerne, wie ihr das findet, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Muss auch mal was Neues ausprobieren, nicht immer das gleiche Scheiß hier, ne? So. Heißt ja auch immer, meine Lieblingspflanzen. Heißt auch immer, ja, bau mal was anderes, nicht immer hier. Und dann gucken die Leute doch alle wieder, also ihr, die meisten. Ich schaue euch alle über einen Kamm. Gucken dann doch wieder die Modern rein da nur, ne? Also es ist irgendwie so schon so ein Favorit von euch. Ich mache das ja auch total gern, diese Modern XY. Und, aber es ist halt trotzdem irgendwie immer dann was anderes dann auch noch, ne? Wenn man da sowas hat. Was dann besonders ist, mal zur Abwechslung, oder? Finde ich zumindest. So, ist aber wirklich so jetzt auch wieder hier so düster, ne? Man muss da echt so Lampen rein basteln, sonst zickt das Zeug hier rum und der Strand ist gar nicht sichtbar. So, dann machen wir das doch auch, ist egal. Wir müssen mal einen Sim reinschicken, nicht, dass der so überbelichtet ist. Opferlein, komm mal hier rein. Ne, alles gut, oder? Alles gut. Sehr schön. Sehr gut. Ne? Passt, oder? Boah, ist das riesig. Das kam mir jetzt gar nicht so groß vor. Ich dachte eher, es ist irgendwie so ein bisschen. Ja. Auch abends sieht das geil aus. Das haben wir ja gerade auch schönes Licht. Und morgen sogar auch hier mit Palmenlicht. Ist das schön mit dem Schatten hier, Mann. Toll. So, dann machen wir mal weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal einen Pool mit so einem Sprungturm. Das wäre noch ganz toll. Man könnte auch unter dieses Schiff noch so ein bisschen Blubber drunter machen. Blubber und Dampf. Dann sieht das so aus, wie wenn das so noch sinkt und dann blubbert das irgendwie noch da raus oder so. Ja? Machen wir das mal da rein. Man könnte den eigentlich auch gleich mal
mal hier hin machen, oder? Die sollen da gern reinspringen. In das Piratendings hier. Können wir da nochmal ein bisschen dunkleren Stein nehmen? So ein oder so einer ist besser, ne? Bisschen gräulicher noch. Dass es so halbwegs mit dem hier zusammenpasst auch. Das sind übrigens auch Tischchen, ne? Das ist auch witzig eigentlich. Ja. Ja, die sollen da ruhig reinspringen hier. Dann machen wir weiter. Da machen wir jetzt erstmal, wir müssen mal gucken, wo gehen wir rein, wo sind die Duschen, dann müssen wir das mal aufteilen. Das muss hier vorne irgendwo nämlich rein. Dann, ach, wie könnten wir denn die Fassade machen? Sollen wir da irgendwie so Leuchttapeten oder sowas nehmen? Das kommt immer ganz cool, glaube ich. Das ist nicht unbedingt gelb oder so, aber das Blau ist schon auch schick. Das könnte man sogar innen auch machen, wenn man das irgendwie... Na... Ja, noch ein bisschen heller wäre mir ganz recht irgendwie, ja, wenn man das irgendwie so reinmacht. Ja, das ist nicht so ganz das, was ich wollte. Aber... Das ist eigentlich ein bisschen zu dunkel. Dass das irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, aber dass man das irgendwie... Dann machen wir natürlich noch diese Dinger dahin. Und das noch irgendwie mal... Mir fällt gerade was ein, wenn ich das hier sehe. Wir haben ja diese Wanddeko. Ist das eine Wanddeko? Ich glaube schon. Diese wellenförmigen Dinger, die würden ja total gut passen. Die da. Was haben wir denn da von der Höhe? Kann man die vergrößern? Wie groß werden die dann? Weil das passt sogar. Da können wir da so eins. Ja, also, da haben wir das doch schon. Haben wir das doch schon geregelt hier. Dann nehmen wir die da als Fassade. Die gibt es doch auch in dem Blau. Oder habe ich mich da... Oh, die sind gut. Die dunklen oder die hellen? Ja, wenn schon die hellen. Oder ist das Piratenwasser? Das andere ist eher Piratenwasser, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen düster, aber das ist so ein bisschen creepy. Ich glaube, ich nehme doch das helle. Das hat irgendwie so ein bisschen mehr nach was von Spaßbad. Und das Gebäude an sich, das sieht dann nicht so... lame-arschig aus. Ich baue eigentlich immer ganz gern, ne, schöne Gebäude. Von außen auch. Aber in dem Fall finde ich das eigentlich besser, wenn es, ja, weil es muss ja quasi, dass wir genug Platz haben, muss es ja so groß auch sein, dass wir da irgendwie, ja, mal was anderes haben. Jetzt geht es nicht auf, verdammt. Ich hätte es gern mittig gemacht, den Eingang. Können wir da ein anderes nehmen oder ist es schlecht? Das ist, glaube ich, schlecht, wenn man da ein anderes nimmt. Oder ich guck mal, ob wir, wenn wir das hier nehmen. Ja, das passt auch nicht von der Tür her, ne? Jetzt ganz groß machen. Ja, boah! Was machen wir denn jetzt? Verdammte Axt hier, echt mal. Wir müssen... Wäre schon gut, weil hier auch von dem Weg her und so alles ist symmetrisch, muss es sein. Dann machen wir das anders, dann machen wir das so, dass wir hier einfach eine Ausbuchtung in Anführungszeichen quasi machen. Und da packen wir dann auch die Türen hin und dann auch so das Schild und bei der Fassade gucke ich dann nochmal, wie wir das machen. Nehmen wir mal hier die schönen Großstadtleben-Türen. Geht es echt langsam in die Richtung Eishalle, ne? Die war auch so in die Ecke. Kann auch mal Spiegel nehmen oder so. Voll verspiegeltes Dings hier. Da finden wir noch was Schönes hier. Da finden wir noch was Geiles. In Nacht ist es ja auch Hammer. Dass man da irgendwie sowas... Kann man die nicht? Die könnte man noch mal vergrößern. Aber haben die irgendwie so einen geilen Effekt da gehabt, ne? Ja, tschakalaka hier. Chakalaka. Das könnte dann so ein Banner oder was sein. Oder wäre besser, wenn der eins kleiner wäre noch. Kann man die nicht hochleveln auch? Na also gut, dann haben wir das nämlich so zentral. Dann ist eins kleiner. Ist auch witzig. Eigentlich vergrößert, ne, die Effekte vergrößert es eigentlich nie. Und die Objekte vergrößert es aber dann dafür. Und das sieht doof aus. Und jetzt in dem Fall, da ist es so, dass es echt... Das ist echt irgendwie, die Effekte vergrößert, aber das Objekt nicht. Schon witzig. Okay, machen wir das mal so.
Sehr schön. Das sieht schon mal geil aus, oder? Finde ich schon mal cool. Hat irgendwas. Machen wir da oben so ein Logo drüber. Ein Logo. Was ist ein Schwimmlogo? Oh, das wird wieder schwierig. Dann haben wir wieder 20 verschiedene Dinger da, ne? Der gleiche Hersteller wie bei der Ice Lounge. Sieht schon mal geil aus. Ist schon mal cool. Sieht aus nach einem Wasserspa oder einem Wasserpalast oder keine Ahnung. Sieht aus wie ein Stadion. Also es geht so cool nach außen raus, ne? Vielleicht können wir das Dach auch hier nochmal eins einfach erweitern. Weil das müsste dann ja eigentlich passen, dass das hier... Ja. Dass das hier so drüber liegt, mehr auch noch. Das ist cool. Man kann da ja auch noch bei dem Dach nochmal diese Umrandung hinmachen. Dass man die da irgendwie noch reinpackt. So, haben wir da nochmal das. Das ist ja mal geil jetzt. Boah, eine schöne Halle hier. Ja, und da am Rand ist halt so alles so ein bisschen hässlich noch. So, wir drumrum diese ganzen Dinger da rum spammen, machen wir mal anders. Ich will jetzt nochmal ein bisschen weiter bauen. Wir müssen auf jeden Fall die Greenscreens drumrum stellen. Und was haben wir denn noch für Ecken? Also wir brauchen... Was will denn der hier noch? Esszimmerstühle, das ist ja Pool. Ne? Sollen wir dann lieber Fitness machen? Das wäre auch nicht schlecht. Dann, aber Fitness, dann machen die immer nur Fitness da drin. Das sollen die eigentlich nicht machen. Oder wir machen so eine Art Park. Das wäre auch gut. Da hätte man so einen Terrassenstuhl, Schachtisch, Bank. Da spielen die den ganzen Tag Schach. Die sollen ja schon schwimmen gehen, ne? Wellness Center geht auch immer. Wellnessausstattung, Kleiderspinnen. Sollen die da mit Bademänteln rumlaufen? Das ist immer ganz schön, wenn man als Wellness Center laufen, die immer mit Bademänteln rum. Das finde ich ganz cool in so einem. Das ist schon besser, ne? Das ist schon besser. Machen wir das so. Ja, dann können wir auch noch eine Sauna. Das können wir so eine Höhle machen. So eine Piratenhöhle. Mit Sauna. Das machen wir hier irgendwo hin, dass das hier zum Setting passt. Wobei die Höhle geht auch in die Richtung. Dafür können wir auch die... Können sie man auch unterirdisch machen. Yogamatten sind ganz toll. Für den gesundheitsbewussten Piraten von heute, natürlich. Ja, oder? Ist doch wahr. Hallo. Wir nehmen da mal... Ich finde diese bunten da ganz toll. Da muss ein bisschen mehr Farbe hier noch reinkommen. Haben wir hier irgendwo noch so ein Yoga-Kurs-Ding. Das ist, glaube ich, die von den Lehrern, ne? Kriegt der Lehrer das hier? Haben wir da auch noch eine neutrale? Oder so eine schwarze, hat auch was. Kann man da eigentlich die Outfits festlegen, wieder was die mit reden wie ein Pirat-Tag? Da gehen wir dann immer in die Dings. Da gehen wir dann immer in den Pirate-Pool. Habe ich es bisher genannt. Machen wir das mal jetzt hier noch ein bisschen sauberer hier. So. Alle im Einflussbereich hier werden. Hier ist so ein Yoga-Ding. Dann brauchen wir natürlich hier so Liegestühle. Wir müssen irgendwo noch mal so einen, ich sage jetzt mal so ein bisschen schöneren. Machen wir hier noch mal einen Pool oder machen wir hier? Gut, wir müssen auch gucken, wo machen wir die Duschen hin? Die Duschen sehe ich eher hier. Dann lasst uns da lieber. Gut, haben wir auch genug Platz dafür. Und da reinkommt. Gut, das ist gleich viel rechts und links, ne? Dann würde ich sagen, man macht hier eher die Versorgungseinrichtungen hin. Hier dann. Also hier ist dann mehr Spaß und dann machen wir hier mehr Entspannung. Das ist dann ja das Indoor-Dings, ne? Das Ding hier. Dann machen wir hier nochmal einen Pool. Mit Entspannungsoase oder so. Also so ein. Wo ist denn der? Auch ein Verdi berühmt. Dieser Haifischteich. Oh, den könnten wir aber auch ins Spaßbereich reinmachen. Ja, der passt ja perfekt dazu. Hey, den hab ich gar nicht in Erinnerung gehabt jetzt hier irgendwie erstmal. So, mal gucken. Wo ist er denn? Wo ist das Haifischbecken? Zack, im Himmel. Ich weiß noch nicht, wie die Vorschaubilder aussehen. Ich kann mir das noch nicht so genau merken. Der da. Der muss da unbedingt noch rein. Ja, passt perfekt dazu. Ja, und dann machen wir die Sauna und sowas eher in die Ecke rein.
Die sind auch so groß. Dann haben wir hier Spaß und dann ist das hier so, dann kommst du da. Man könnte auch so wie so eine ich habe eine Idee. Man könnte auch in der Mitte nochmal so einen Pool machen und dann so eine Brücke rüber. Das würde vielleicht schön aussehen. Aber ich sehe dann hier auch hier unsere Saunahöhle. Und ja, dann machen wir hier. Muss ja nicht groß sein. Hier ist so der Eingangsbereich. Mach das mal auf. Oh, man könnte auch noch ein zweites Stockwerk machen. Hey, warte mal. Man könnte ja auch noch so einen Aussichtspunkt da machen. Dass man von oben da runter gucken kann oder so. Das wäre auch noch toll. Könnte man das über die Höhle eventuell machen. Also wenn wir hier so eine Höhle rein, oder so eine Grotte, so ein Stollen oder was. Man kann ja hier nochmal so ein zweites Stockwerk machen. Und dann kann man drunter. Oh, danke jetzt. Was machst du denn jetzt wieder für ein Licht hier? Das ist wieder ganz klasse. Das will ich aber nicht hier. Jetzt ist wieder der Raum nicht geschlossen. Ach da, weil da die Wand fehlt jetzt, ne? Ja, das macht er wieder gerne. Dann müssen wir das wieder neu machen hier. Immer diese Böden da. Ne? Da müssen wir immer alles neu machen hier dann wieder, Mann. Können wir da oben vielleicht noch so ein kleines Café machen, in Anführungszeichen. Das verschiebt mir den ganzen Scheiß hier wieder. Männer. So. Ist doch wahr. Was soll das denn hier? So und so. Alles wieder gut. Hast dich abgeregt. Wollen wir das hier neu wieder machen? Dann können wir das hier, genau, dann muss das hier irgendwie wieder weg, ja. Komm, ich pack die mal weg. Dann haben wir hier unsere Höhle und unsere Duschen rein. Höhle und Duschen. Dann haben wir da oben nochmal einen schönen Aussichtspunkt. Dann kann man da oben Kaffee trinken oder keine Ahnung, da runter gucken, was die Kids so treiben. Man hat alles im Blick. Und. Ja, das darf gerne da in der Ecke rumhängen, oder? Das ist okay, dann so ein bisschen. Verborgenen. Und dann machen wir hier aber trotzdem unsere Beleuchtung, oder? Trotzdem, Höhle. Höhle sieht aber wieder anders aus. Ne? Das ist wieder schwierig. Müssen wir jetzt überlegen, ob wir das so machen. Und dann haben wir aber hier sind wir auch bei den Greenscreens genau mittig. Also man könnte das, die könnte die dann auch da wegmachen, eventuell. Ich packe die mal weg. Die packen wir dann wieder auf die Seite und dann machen wir da noch einen schönen großen Pool hin. Wo es dann so ein bisschen weniger Piraten-Style-mäßig ist, sondern mehr so Tropical. Ne? Palmen und. Familie, oder passt wieder nicht, ne? Geht's nicht auf. Dann haben wir entweder, kommen wir mal in den Ruheraum. Dann haben wir da noch mehr Luft auch. Das passt ganz gut. Das so. Dann packen wir den. Dann fehlt uns der hier wieder. Es geht nicht auf einfach. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das so machen. Wie machen wir das? Nochmal ein Felsen oder was? Unsere Behelfsfelsen. Ich mache jetzt erstmal das so, dass wir hier. So. Einschalten. Haben wir das richtig? Genau. Wasser. Die anderen kann man nicht nehmen. Die sind alle zu Regen und zu wenig. Regen, Wasser, ja, sehr gut. Sieht das schön aus beim Sonnenuntergang, ne? Und da oben, da gucken wir dann, dass wir das irgendwie so machen, dass man hier dann vielleicht, ja, keine Ahnung, so eine schöne Holzvertäfelung hat oder irgendwie sowas vielleicht. Ist auch wieder ungünstig wegen dem Licht. Auf der Seite hat es echt niedlich.
mal wieder so eine sowas da hin. Oder Höhle. Höhle geht auch. Machen wir das. Mal gucken. Schönes Geländer, Treppe hoch, vielleicht so ein kleines Balkönchen. Oder können wir auch das hier nehmen? Das ist auch ganz gut. Ja, können wir mal wieder Taglicht hier an, danke. Nehmen wir doch das. Das ist viel schöner. Haben wir da oben nochmal so ein Schiff? Ha. Schiffsdeko-Dings. Ja, das ist ein Piratengelände. Also wenn das keins ist, dann weiß ich auch nicht hier. Das sollten die bestimmt als Zäunchen machen. Hatten die keinen Bock mehr, das Zäunchen da zu machen. Weil da muss man ja immer dann auch die Rundungen machen. Und da muss man mehrere Objekte modeln, dass das funktioniert. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Oh, das wird cool. Das wird richtig cool. Mach hier jetzt nochmal den Holzbodenreis, mal egal welcher. Oder wir nehmen gleich mal so einen ranzigen da. Ja, so ein Schiffsboden, das ist toll. Das sage ich jetzt einfach dazu. Dann haben wir das so, das ist doch schon mal geil. Du bist echt Mini-Mädchen, du. Ich glaube, das täuscht brutal. Dann können wir hier nämlich das so machen, dass man hier reinkommt. Vielleicht machen wir dann auch hier irgendwie nochmal, ich weiß nicht, so ein Weg oder so. Und da nicht immer im Sand ist. Das mal so, und dann geht man da in die Duschen rein. Ja, wir machen das mal ein bisschen, ja, ich sag es nicht mal unrealistisch, aber irgendwie schon so ein bisschen mehr in die Richtung. Man kommt halt rein, ist schon gleich mittendrin, da gibt es jetzt keine Kasse oder sowas. Das sparen wir uns jetzt, weil es eh keine Gameplay-Funktion hat. Aber so in die Richtung ist es schon mal ganz gut, oder? Mal so. Machen wir hier nämlich nochmal so ein Palmenboulevard oder was. Dann können wir unser Yoga uns wieder jetzt hier kicken, hier knicken. Wir haben bald keinen Platz mehr. Dann holen wir uns da so. Das muss so. Ja, mach mal so, genau. Und so, dann kriegen wir nämlich 3 unter. Da können wir dann unsere Palmen schon irgendwie so. Da kann man das so ein bisschen sitzen oder so. Ja, die guckt wieder raus, Sirin. Oh Mann, oh Mann. Deswegen habe ich es kontrolliert hier. Ja, ein kleines Palmchen rein. Ich muss noch wachsen. Moment, da machen wir überall kleine rein. Das erinnert mich jetzt irgendwie an ein Ding. Rollercoaster Tycoon jetzt und immer so Wege, so viereckige und dann so Palmen und so. Mal gucken. Können wir vielleicht so einen Kioskstand, so einen Fischstand dazu für Snacks. Und hier dann nochmal im Pool. Vielleicht auch so einen Schrägen oder so. Mal gucken. Und da müssen wir jetzt noch was überlegen da. Da kommt man dann in die Nachtgrotte rein. Das ist cool. Ja, soweit so gut. Ich bin schon mal ganz zufrieden. Was sagt denn ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr Ideen, Meinungen oder so? Dann immer her damit. Das ist mein Pirate Pool. Ich bin Daniel von simfans.de und das war's für heute erstmal. Bis denn. Danke euch. Ciao.